محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله. Die Menschen schützen ihr Hab und Gut mit allen Mitteln. Wenn sie etwas Wertvolles haben, dann bauen sie Mauern und ziehen Zäune um ihre Häuser. Sie stellen ihre teuren Autos in die Garagen. Aber es gibt etwas, was wertvoller ist als all dies. Wertvoller als all diese Dinge. Und das ist der Glaube in unseren Brüsten, liebe Geschwister. Das ist der Glaube, der in deinem Herzen ist, mein Bruder, meine Schwester. Das ist das Wertvollste, was es gibt auf dieser Erde. Und das ist das, was dich leitet zu dem allmächtigen Gott, womit du zufrieden, wo er mit dir zufrieden wird. Und du wirst ihn. Du wirst ihn zufrieden antreffen, beten ihn, wenn du mit Glauben stirbst. Deswegen, ich sage euch, schützt euren Iman. Denkt an euren Glauben. Liebe Geschwister, ich möchte, bevor der Bruder Pierre Vogel, der kommt jetzt jeden Moment, weil mir brennt das auf dem Herzen. Zu meinem Bruder, meine Schwester, dass sie in die Hölle müssen. Weil sie vielleicht den allmächtigen Gott, der uns erschaffen hat, nicht fünfmal am Tag anbeten. Es ist schön, wenn wir uns hier zahlreich zusammen versammeln. Es ist sehr schön. Aber es ist sehr, sehr traurig, wenn wir auseinandergehen und die einzelnen Leute zu Hause ihre Gebete nicht verrichten. Halte an deinem Gebet fest. Höre auf das, was der Prophet Mohammed a.s. gesagt hat. Er hat gesagt, haltet am Gebet mit euren Backenzähnen fest. Haltet am Gebet mit den Backenzähnen fest. Das ist das Wichtige, das ist der große Schatz, das ist deine Eintrittskarte ins Paradies. Lass sie die nicht los. Lass sie die nicht los für 5 Euro, für 10 Euro, für 1000 Euro, für 1 Million. Lass sie nicht los vom Gebet, mein Bruder, meine Schwester. Setze dein Gebet heute noch um. Verrichte dein Gebet, das ist sowas von wichtig. Ich war vor kurzem, auf einer Hochzeit von Muslimen. Und da haben 20% der Muslime haben mit uns die Gebete verrichtet. Wallahi billahi, ich wollte anfangen zu weinen. Ich wollte anfangen zu weinen. Ich habe mir gedacht, subhanallah, wir sind hier zusammengekommen als Muslime. Und das Gebet tritt ein. Und die Muslime beten nicht. Und ich bin ein deutscher Muslim. Ich bin ein Zeichen gegen diejenigen, die nicht beten. Und alle Deutschen und alle Engländer und alle Australier, die beten 5-mal am Tag. Die sind ein Zeichen für jeden einzelnen Muslim, der sein Gebet nicht verrichtet. Nimm mir diese Zeichen ernst. Und am Tag des Gerichts werden sie gegen dich sprechen, wenn du es nicht umsetzt. Das ist sowas von wichtig und ernst, also eine ernste Angelegenheit. Ich würde gerne, alle kommt ihr, liebe Geschwister. Denn es gibt keine besseren Menschen als Gott ergeben auf dieser Erde. Es gibt keine besseren Menschen als Gott ergebene. Die Menschen unterscheiden in allen Dingen. Die unterscheiden beim Essen, das Essen ist das Beste, das Haus ist das Beste, dieses Auto ist das Beste, diese Kette ist die schönste, diese Frau ist die schönste Frau, Miss Universe. Wir sagen ganz klar, dass der gottergebene Muslim der beste und edelste Mensch auf dieser Erde ist. Und wir nehmen da kein Blatt vom Mund, weil das einfach so ist. Und weil Allah subhanahu wa ta'ala das so gemacht hat. Das ist kein Ausgrenzen von den anderen Menschen. Sie können selber gottergeben werden. Noch heute, jeden Moment kannst du Gott ergeben werden. Du musst mir das nicht mal kundtun. Du musst nicht nach oben kommen und sagen, ich nehme den Islam an. Du kannst es auch zwischen dir und deinem Schöpfer ausmachen. Allah, Gott ist. Und wenn ich etwas Schlechtes gesagt habe, dann ist das nur von mir und dem Shaitan. Und wie gesagt, wir sind hier nicht hergekommen, Menschen anzugreifen oder auszugrenzen. Nur wir stehen zu dem, was wir denken. Und wir sagen das, was wir denken und setzen das auch um. Wir sind nicht irgendwelche Leute, die irgendetwas vorgaukeln. Weil wir brauchen nichts vorzugaukeln. Ja, das wollen wir nicht. Wir hoffen, dass die Brüder sich hier ruhig verhalten. Ich auch ein bisschen die Waage halten und den Bruder in vielen Sachen auch in Schutz nehmen, ja, bei der ganzen Kritik. So, dieser Mensch, der gleich hier erscheinen wird und ihn einen Vortrag halten wird, das ist in meinen Augen, ist das wirklich ein Friedensstifter und kein Hassprediger. Das ist ein Friedensaktivist. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, ja, weil ich bin sehr oft mit ihm zusammen. Ich gebe Ihnen ein einziges Beispiel mit. Und ich könnte Ihnen viele Beispiele geben. Es kommen zwei deutsche, ältere Frauen zwischen 40 und 45 zu Pierre Vogel und sagen, wir haben ein Problem, können wir bitte mit Ihnen reden? Sie sind keine Muslime. Dann sagt er, ja, kein Problem, gerne, wir können gerne sprechen. Dann sagen die zu dem, ja, wir haben zwei arabische Männer und die schlagen uns immer zusammen. Ja, und wir wissen nicht, wie wir uns verhalten sollen. Vielleicht können sie uns ja einen Tipp geben. Und er hat das zu übelst verurteilt, das, was sie gemacht haben. Ja, auch wenn das keine Muslime sind, auch wenn die nicht Muslime sind, haben die arabischen Brüder, ja, haben sich korrekt gegenüber diese Frauen zu verhalten und nicht zusammenzuschlagen. Und wenn sie mit...
Okay. Ja, ja. Schade, super. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. Ar-Rasulillah wa al-Alihi wa sahbihi ajma'in. Erstmal guten Abend oder guten Tag, ist noch hell, an alle Muslime und Nicht-Muslime, Närrinnen und Narren, Freunde und Feinde, Alhamdulillah. Ich wollte erstmal sagen, ich bin sehr froh, heute hier bei euch zu sein. Wir wollen das ja eigentlich in der Halle abhalten, aber da gab es ja dann einige Komplikationen. Und ich hoffe, dass ihr, seid ihr alle gut drauf? Ja? Hamla, schön. Was ich an mir mittlerweile also ein bisschen, ich will nicht sagen bewundere, also ich bin eigentlich immer gut drauf. Das heißt, sogar wenn ich schlecht drauf bin, bin ich gut drauf. Und das ist etwas, was der Islam einen mitbringt, wenn man diesen festen Glauben an den allmächtigen Gott hat. Und deswegen wollte ich auch heute an allererster Stelle Allah, den allmächtigen Gott, danken, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, uns hier zu versammeln. Und ich wollte ihm auch danken, dass die Menschen, die kritisch sind, die Möglichkeit haben, direkt von mir zu hören, was es so gibt, was so los ist. Ja, weil es gibt sicherlich einige Vorteile oder vielleicht auch nicht Vorteile, alles kein Problem. Auf jeden Fall dann an zweiter Stelle wollte ich natürlich gerne meinen Geschwistern danken. Und wirklich, sehr kommt auch her, dann möge Allah euch dafür belohnen. Denn ihr seid es diejenigen, die für mich auch Dua machen. Und das ist etwas, was für mich sehr wichtig ist. Denn um standhaft zu bleiben auf diesem Weg, brauchen wir eure Unterstützung. Und die beste Unterstützung, die ihr als Muslime uns geben könnt, ist, indem ihr für uns betet, dass der allmächtige Gott uns festigt auf diesem Weg. Und deswegen, wie gesagt, ohne euch könnte ich heute nicht hier sein. Ihr seid es diejenigen, die uns unterstützen und die uns auch weiter motivieren. Und ich hoffe, dass ich euch etwas von meiner Motivation mitgeben kann. Weil in meinem Herzen etwas für diese Religion brennt, für diesen Weg, für die Gerechtigkeit. Und ich hoffe, dass ich einen Funken davon an euch übergeben kann. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, den allmächtigen Gott, dass er mich stehen sterben lässt, während ich diese Religion verteidige bis zu meinem letzten Atemzug. Und deswegen wollte ich direkt an die ganzen Leute, die sich aufregen und rumspringen wie die Rumpelstilzchen, sagen: Glaub mir eins, wenn ihr gedacht habt, ihr könntet mich einschüchtern, seid ihr an der falschen Adresse. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Und Alhamdulillah, umso größer der Druck ist, umso mehr Leute nehmen den Islam an, Alhamdulillah. Dann wollte ich mich auch bei dem Gericht bedanken, dass die auch diese Kundgebung also erlaubt haben. Und das ist wirklich ein gutes Zeichen. Erstmal ein gutes Zeichen für diese Leute, für die Richter, dass es Leute sind, die an Prinzipien festhalten und keine Heuchler sind wie andere Institutionen, mit denen wir es hier in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen zu tun hatten. Und auf der anderen Seite ist das auch für uns Muslime ein gutes Zeichen, dass hier in Deutschland noch nicht Hopfen und Malz verloren ist, dass es hier nicht nur Leute gibt, die Internetseiten unterstützen, wo steht: Schlachtet ihre Bärtigen, indem ihr die Köpfe abhackt, oder rasiert ihre Bärtigen, indem ihr ihnen die Köpfe abhackt, ja, und vergewaltigt ihre Frauen und vernichtet ihre Brut, sondern das zeigt uns, wir haben es hier auch mit fairen Menschen zu tun, die an Prinzipien festhalten. Und natürlich das dritte Schöne an dieser Sache von dem Gericht ist, dass sie damit der Stadtverwaltung, dass sie damit praktisch der Stadtverwaltung Unrecht gegeben haben,
und gezeigt haben, dass das, was über mich erzählt wurde, falsch ist. Ganz einfach. Alhamdulillah. Jetzt fragt man sich natürlich, wir haben es in Deutschland, ach ja genau, bevor ich es vergesse, an wen ich mich auch noch bedanken wollte, sind natürlich die Medien für die ganze kostenlose Werbung. Ich wollte sagen, es wäre wirklich nicht nötig gewesen. Also, so viel Werbung auf einem Haufen, das hätten wir nie bezahlen können. Ja, also, das hätten wir wirklich nicht bezahlen können. So viel Werbung haben wir nicht. Deswegen nochmal Dankeschön für die kostenlose Werbung. Das Schöne ist ja, umso mehr negative Werbung es gibt, umso mehr Leute gibt es, die sich sagen, Moment mal. Weil das Problem ist, bei mir hat man es jetzt mit einem Namen zu tun. Sonst war es immer nur anonym. Der radikale Islamist in der Höhle irgendwo am Ende der Welt oder hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen, ja. Heute ist es so, ja, es gibt einen Namen, Alhamdulillah. Jetzt wird alles wird auf mich geschossen. Also wenn ich jetzt mit einem Tennisschläger die ganzen Beschüsse abwehren müsste, dann würde ich den ganzen Tag nur so stehen. Aber kein Problem. Das ist Berufsrisiko, Alhamdulillah. Auf jeden Fall, jetzt können sich die Leute selber informieren. Alhamdulillah. Das ist doch super, oder? Das heißt, jemand hört in dem Dings, hier, Peer Vogel will die Demokratie abschaffen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wo ich das gesagt habe, kann man mir gerne zeigen. Auf jeden Fall ist egal, da kann er schön im Internet nachgucken und kann sich die Vorträge angucken. Und ich sage es euch, wir haben es so oft gemerkt, so oft gesehen, dass jemand, der die Wahrheit sehen will, das Internet im Internet nachguckt, ja, und sieht, aha, das, was dort erzählt wird, ist anscheinend etwas anderes als das, was über ihm erzählt wird. Deswegen das Beste ist immer, man hört auf das, was man sagt und nicht das, was über einen gesagt wird, um sich ein Urteil zu bilden. Aber kein Problem, wie gesagt, Dankeschön für die kostenlose Werbung. Es war bisher 20 Jahre so, nicht laut meiner Meinung, sondern laut Nicht-Muslimen. Es gibt zum Beispiel ein Buch von Andrea Lück, das heißt Feindbild Islam. Da steht drin, dass nach dem Fall des Eisernen Vorhanges, ja, die Medien immer mehr negativ über den Islam berichtet haben. Und da wird unter anderem ein Grund dafür genannt, weil der Feind, die Sowjetunion, weg gewesen ist. Und da brauchte man dann einen neuen Feind, um beispielsweise komplizierte oder umständliche, teure, kostenaufwendige Militärapparate um den Menschen zu sagen, hier, wir brauchen das Geld dafür. Ja, deswegen das nur dazu. Auf jeden Fall, jetzt ist es ja so, jetzt gibt es ein neues Problem. Das heißt, 20 Jahre wurde den Menschen erzählt, die Muslime sind ganz gefährlich, es könnte morgen sein, dass sie, wenn sie die Kraft haben, bei dir die Tür eintreten, deinen Ehemann töten, den Hund vergewaltigen oder was auch immer, ja. So ungefähr. Jetzt, ja. Und deswegen auch, versteht ihr, das ist das Problem. Weil diese Sachen, diese Medien, die wirken auf das Unterbewusstsein. Glaub es mir, du stehst hier mit einem Bart, du kannst sagen, Friede, Freude, Eierkuchen, kannst du predigen. Der versteht Bombe, Handgranate, Flammenwerfer. Es ist so. Er kann das nicht mehr realisieren. Glaub es mir, ich habe das letztens gemerkt, ich habe gedacht, die Leute lügen nur. Ja, ich habe letztens ich war in Österreich gewesen bei einer Fernsehsendung. Schade, dass sie das nicht übertragen haben. In der Pause habe ich dann zu dem einen Journalisten gesagt, wissen Sie was? Sie sind Opfer ihrer eigenen Gehirnwäsche geworden. Das ist ihr Problem. Sie sind Opfer ihrer eigenen Gehirnwäsche geworden. Sie glauben tatsächlich selber das, was sie erzählen. Das ist das große Problem. Aber Alhamdulillah, jetzt sind wir hier, die Bösen. Genau, jetzt hat man ein neues Label. Weil über 20 Jahre hat man die Muslime eingeteilt. Es gibt einmal den guten Muslim, das ist der Muslim, der Weihnachten um den Tannenbaum Tawaf macht, ja. Das ist der Muslim, der sich ab und zu mal einen mittrinkt, aus so einem Karneval so eine rote Nase auf hat. Das ist der gute Muslim. Muhammad, ya Rasul Allah, Muhammad, ya Habib Allah, Muhammad. يا رسول الله يا حبيبي